Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man 2. Ich würde gerne mit Airman beginnen. Entweder geht er gut von der Hand oder er wird kacke. Mein Airman ist echt ein Haufen Scheiße. Komm schon. Okay, tut. Okay. Okay, gut. Wen machen wir als nächstes? Jemand Leichtes. Jemand Leichtes. Wir versuchen es mit Bubble Man und ich glaube, der war hier. Ja, der war hier, okay. Für den nächsten Kackboss möchte ich gerne volle Energie haben. Wahr wird das sein? Woodman! Oh, komm, leck mich doch, du Scheißvieh! So, ich habe jetzt immer noch keine volle Energie. Nee, immer noch nicht ganz. Machen wir... mit Hilfe der Bubbles... Heatman! Ey, ohne Energietanks muss ich das hier machen, ja? Oh, komm. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Ich habe immer noch keine volle Energie. Was nehmen wir jetzt? Wir machen... Immer noch mit den Metal Blades Flashman, der hier oben ist. Ja, ich habe ein bisschen gelernt. Okay, du Sack, du. Nicht mich hier in die Ecke drängen lassen, denn wenn ich ihn töte, kann ich die Energie nicht aufsammeln. So. Sehr schön. Und jetzt, bitte, muss ich irgendwie ziemlich gut Woodman besiegen. Irgendwie. Ich muss nicht nur seinem Scheiß ausweichen, auch noch den anderen. Vielleicht sind die von oben herunterfallen. Oh, ich schaff den nicht. Doch, ich schaff den. Einfach draufhalten. Okay, cool. Dann machen wir als nächstes wieder einen leichten und zwar am besten Metal Man. Weil, wie gesagt, zwei Treffer und der ist tot. Genau so. Okay. Wen haben wir noch? Wir haben noch Quickman, der ebenfalls ein Problem sein wird. Wobei, nee, wir können ja damit schießen. Machen wir zuerst Quickman, der müsste hier sein. Ja. Halt! Was mache ich denn da? Erstmal das hier. Um ein bisschen Damage zu machen. Ansonsten bringt mir das eh nicht viel. Und dann gleich wechseln auf diese tollen Bomben hier. Fuck! Boom! Nein! Okay. Hab ihn geschafft. Crashman muss jetzt nur noch sein. Den haben wir besiegt mit der Airman-Waffe. Habe ich jetzt noch kein Leben verloren? Das wäre ziemlich geil. Könnte ich endlich mal mit voller Energie... wenn ich da einen Versuch verliere, gegen Wily kämpfen. Stirb! Okay, wir haben noch ein paar Dinge. Ich muss mich jetzt in der ersten Phase unbedingt gut anstellen. Weil da kann man theoretisch ohne Schaden weiterkommen. Irgendwie. Aber ich stelle mich halt meistens scheiße an. Oh nein! Nein! Nein, was mache ich denn jetzt? Na, ey. Nein, du verdammter Haufen Scheiße. Ich muss doch einfach nur mal testen, was wirklich etwas bringt. Bei der zweiten Phase, versteht ihr? Oh, Menschenskind.
Konzentration, verdammt nochmal! Nein! Nein, jetzt hör auf damit, Mega Man! Wir wechseln. Das hier testen. Oh, das macht viel Damage. Ich habe aber... ich habe nichts mehr, toll. Wie soll ich... Hä? Unten durch geht nicht. Unten durch geht nicht. Verdammte Scheiße nochmal. Aber ihr habt jetzt gesehen, ich kann die Robomaster besiegen. Ohne ein Leben zu verlieren. Oh Gott. Ey. Warum kann ich das nicht? Weil ich dumm bin. So, was habe ich denn noch? Quick Boomerang vielleicht. Moment, kann ich hier unten... Ich kann da nicht unten durch. Okay, ich wollte es nur getestet haben. Leute, wir machen das jetzt so. Ich werde die Robomaster wieder besiegen und dann sehen wir uns hier bei Dr. Wily. Ansonsten wird das ein bisschen langweilig für euch, okay? Also bis gleich. Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man. Ja. Ja, was soll ich machen? Ich habe immerhin alle 8 Roboter jetzt mittlerweile so halbwegs drauf, ohne am Schluss noch Schaden zu haben, ja. Aber wie mache ich diese verkackte Maschine? Wie mache ich diese verkackte Maschine? Wie gesagt, nein! Die erste Phase ist theoretisch machbar. Ich war da auch schon besser drin. Ey, warum werde ich jetzt immer getroffen? Das darf doch nicht wahr sein. So, was mache ich jetzt hier? Quick Boomerang. Wie soll ich diesen Kugeln ausweichen, bitte? Wie? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Komm schon. Oh mein Gott, wenn ich ganz vorne im Bildschirm bin, dann klappt das nicht. So. Nein, was war denn das jetzt? Was war das denn jetzt bitte? Okay. Wir sind gleich wieder Game Over. Schön. Irgendwie trifft mich dieser Scheiß immer, oder? Ja. Ich habe mal ein paar Durchgänge geschafft, ohne dass ich getroffen... Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich... Ja, toll. Die erste Phase kriege ich hin, die zweite nicht. Gut, Leute, bis gleich. Und es ist wieder geschafft, Leute. Wir versuchen echt nochmal das. Irgendwie muss das ja gehen. Ey! Okay, das klappt auf jeden Fall. Ist gut zu wissen, was mache ich jetzt? Quick Boomerang. Oder Bubbles? Ich wette, das sind Bubbles, oder? Nee, Bubbles prallen ab. So, was muss ich denn jetzt machen? Die Hitbox von diesen Dingern ist viel zu groß. Die Hitbox von diesen Dingern ist viel zu groß. Von diesen Kugeln. Ich weiß nicht, wie ich denen ausweichen kann. Oder kann ich die auch zerstören irgendwie? Ja, das wär's jetzt. Es muss beinahe so sein, oder? Ich muss sie auch irgendwie zerstören können. Ansonsten... Okay, geh zurück, geh zurück. Okay, mit den normalen Schüssen nicht. Airman auch nicht. Ich... Was? Leute, ich kann diesen Kugeln nicht ausweichen. Wie soll das gehen? Ernsthaft, wie soll das gehen?
Wie soll das gehen? Ich glaube, ich brauche nochmal einen Versuch. Ja. Wenn ich es dann auch wirklich irgendwann mal hinkriegen würde, ohne Damage zur zweiten Phase zu kommen. Nein, das war dumm. Okay, was jetzt? Ah ja, stimmt, ich wollte die Crash-Bomben versuchen. Ich... Was? Yay, Robotmaster nochmal besiegen. Fick dich. Continue. So, Leute, es ist wieder vollbracht. Es ist wieder vollbracht. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll jetzt. Doch versuchen jetzt hier mit diesem Feuerteil ein bisschen was zu reißen. Ist ja vielleicht gar nicht mal so dumm. Aber ich werde zu oft getroffen dafür. Komm schon. Das war jetzt nicht sonderlich gut. Oh, das war gut, das war gut. Okay, was kann ich jetzt noch machen? Ich versuche mal noch diese scheiß Bomben hier. Oh nein! Oh Gott! Ich weiß nicht weshalb, aber ich hab's... jetzt... Oh Gott, die Bomben waren doch geil irgendwie. Wow. Das ging jetzt... Oh shit, das ging jetzt sogar relativ gut. Das ging jetzt sogar relativ... Warum habe ich keine Musik? Ich habe keine Hintergrundmusik. Das wirkt jetzt ein bisschen beängstigend. Okay. Okay, ich nehme an, die würden mir schaden, diese Tropfen. Bin ich eigentlich... Nee, ich bin überhaupt nicht voll. Ja, fantastisch. Aber ich habe Leben. Das ist gut. Das ist gut. Hier. Nicht getroffen werden. Das wirkt jetzt relativ bedrohlich. Und durch da. Was soll denn jetzt das? Oh. Nächster Bosskampf. Was? Alles ist dunkel. Dr. Wily! Was zur Hölle bist du? Moment, Moment. Ich glaube, hier brauchen wir die Bubbles, oder? Ich glaube, es ist das Einzige, was... Oh, was Damage macht, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Au. Au. Shit. Hab schon zu viel Damage genommen. Ich glaube, genau so funktioniert der. Genau so. Ne! 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 Shit! Habe ich genau, ich glaube, genau so funktioniert der. Ja. Genau so. Was jetzt aber auch dumm ist, wenn ich jetzt keinen Bubble mehr hätte, könnte ich den vermutlich gar nicht töten. Ah, jetzt muss ich immer wieder diesen tollen Gang hier auf mich nehmen. Das ist doch ein Hauptspaß. Naja. Weil ich würde ungern angeschlagen zu diesem Boss gehen. Ich bin angeschlagen. Kann ich die Dinger irgendwie zerstören oder so? Nee, natürlich nicht. Ja, jetzt bin ich angeschlagen. Das ist fantastisch. So werde ich den Kampf bestimmt gewinnen. Wobei, ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viele Bubbles. Naja. Wir werden jetzt diesen... Scheiß-Typen besiegen und damit Mega Man 2 beenden, ja? Ich habe jetzt nämlich damit mehr Probleme, als dass ich es gerne hätte. Hm, toll. Das war gut. Das war gut. Okay, ja, genau so funktioniert es eigentlich.
Aber ob ich das so gut durchziehen kann, ich weiß nicht. Ich habe gleich keine Bubbles mehr, toll. Ich habe gleich keine Bubbles mehr. Ich glaube, mit etwas anderem kann ich ihnen nicht schaden. Ich habe ihn gerade wieder voll geheilt, habt ihr das gesehen? Ich habe ihn gerade wieder voll geheilt mit dem Airman-Schuss. Ja gut, ohne Bubbles hat das keinen Zweck. Muss ich mich kurz besiegen lassen, ja. Vielleicht sind diese Tropfen deswegen so unglaublich stark, dass man sich schnell besiegen kann. Ohne Bubbles kann man ihm scheinbar keinen Damage... Oder ich nehme es an. Komm schon. Und noch einmal. Boom! So, jetzt bin ich Game Over. Und ich hoffe, dass ich in dieser Stage weitermachen darf. Ansonsten raste ich komplett aus. Continue, ja. Ja, kann ich. Okay, gut. Okay. Wir werden ihn hinkriegen. Hoffe ich, denke ich, sehr stark. Aber mit voller Energie, wenn ich bitten darf, Mega Man, okay? Das wäre mir dann schon ziemlich wichtig. Ist jetzt eigentlich auch keine Kunst, im Endeffekt. Trotzdem, es raubt einfach nur Zeit. Es raubt einfach nur Zeit. Deswegen nervt es. Tolle Soundeffekte. Wir haben hier noch ein paar coole Sounds. Wo sollen wir die bitte hinmachen, ne? Oh, ich hab da so eine Idee. Okay, besser hinsetzen. So. Okay, du Mutantenvieh, du. Mach dich jetzt alle. Toll. Einfach konzentrieren. Ich hoffe, Bubble reicht aus. Bubble müsste ausreichen, oder? Ansonsten weiß ich nicht. Hätte man ja ein Problem. Ob es klug ist, dass ich immer zwei Bubbles schieße, bin ich mir nicht ganz sicher gerade. Aber das Bewegungsmuster, das ist leicht. Shit! Da wollte ich zu viel. Nee, das Bewegungsmuster ist leicht. Ich habe den Schuss gar nicht gesehen gerade. Da waren die Ste... Wie viel Damage hat er mir gerade gemacht, dieser Sack, der? Scheiße. Scheiße, hat er mich gerade mit einem Treffer quasi beinahe ge-one-hitted. Das wäre natürlich ein Problem. Komm schon. Oh, komm schon. Nicht nervös werden jetzt und... Yes! Was? Das Geheimnis des Dr. Willy. Oh mein Gott, das... Oh, hat er mir jetzt viel Damage abgezogen, ey. Aber deine teuflische Erfindung wurde zerstört, Dr. Willy. Ja, ich glaube, hier heißt er immer noch Dr. Willy. So, gibst du jetzt endlich auf, du Haufen Scheiße? Ich hoffe doch sehr. Meine Güte, das wurde jetzt zum Schluss doch noch ein bisschen schwer. Was heißt ein bisschen? Sehr schwer. Ich meine, die 8 Robotmaster hintereinander, das geht, das kann man lernen. Aber dann diese Wily-Maschine, die war wirklich übel. Aber dafür kriegen wir jetzt hier ein wunderschönes Bild. Mega Man, der durch die Welt streift. Scheinbar im Herbst. Und im Winter. Vermutlich das ganze Jahr. Immer bereit, um für die Gerechtigkeit einzustehen und Dr. Wily in die Schranken zu weisen. Sehr cool. Bei jedem Wetter ist Mega Man für euch da. Seid dankbar. Was war das jetzt für ein Grafikfehler? Mega Man blickt nach oben. In den Himmel. Sein Helm. Leute, wir haben es geschafft. Mega Man 2 ist auch durch. Meine Güte.
Ja, ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich diese Versuche gegen die 8 Robotmaster immer rausgeschnitten habe, weil ihr habt gesehen, ich konnte es langsam aber sicher. Und zum Schluss war ich wirklich so weit, dass ich alle besiegen konnte und am Schluss wieder volle Energie hatte. Ja. Oh meine Güte. Ist Teil 2 schwerer als Teil 1? Kam mir so vor, ja. Kam mir so vor. Besonders fies war dieser Boss, wo man mit den Bomben arbeiten musste. Wisst ihr noch? Man hatte nur eine bestimmte Anzahl Bomben und genauso viele muss man perfekt und richtig einsetzen. Ansonsten, ja, keine Chance. Was ist denn das da? 2M03-Zentimeter-Man. Toller Name. Ist bestimmt ein Gegner im nächsten Spiel. Nee, wird er nicht sein. Aber gut, Mega Man 2 ist damit durch. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich weiß nicht, wie ich die erste Phase von Dr. Wily geschafft habe in seinem komischen Fluggerät da. Es war wirklich knapp. Der aufgeladene Feuerschuss bringt wirklich was. Aber anschließend, ich habe da nur noch mit den Bomben raufgehauen, was ging. Und scheinbar hat das irgendwie geklappt. Oh, schön, mich endlich mal strecken hier. Oh. Schön, Leute. Mega Man 1 und 2 sind geschafft. Thank you for playing. Ich danke euch, Capcom. Ich danke euch. Super. Kann ich jetzt was drücken oder was passiert dann? Ich habe ein bisschen Angst. Ich drücke mal X. Viereck. Start. Start. Würde jetzt das Spiel gleich wieder von vorne beginnen? Würde es. Gut, dann würde ich gerne das Spiel verlassen. Und ja, natürlich kann ich ihr Spiel laden, weil ich musste ab und zu Pause machen. Und deswegen, ja, musste das natürlich sein. Gehen zuerst ins Museum rein. Hier sehen wir die ganzen Robotmaster. Das Alien. Anko, der Fisch, cool. Ja, ab und zu muss ich hier ein bisschen Pause machen und mein Computer ist auch nicht mehr der modernste und so weiter. Deswegen musste ich da teilweise ein bisschen zwischenspeichern, ja. Ich hoffe, könnt ihr verstehen. Wow, tolles Logo. Flyboy. Friender. Oh, der Guts Tank, auch cool. Gegenstände. K-Rock. Der war auch geil. Ja, ich gehe hier... Oh, das waren die Metroids, genau. Ich gehe hier wieder nur ganz kurz durch, ja. Aber ich möchte es sehen. Der scheiß Affe. Neo-Metal. Warum? Der heißt nicht so. Oder vielleicht damals noch. Ja, es war ein tolles Cover hier. Ist es halt nicht. Ah, Pipi. Der Vogel, ja, der war auch cool. Werbezeichnung. Wie die Robotmaster sich alle freuen. Hello. Ja. Der Hase. Ganz komische Dinger hier. Sehr, sehr komische Dinger hier. Schloss, ja. Diese Kackmaschinen. Und die Charakterdinger, ja. Daten. Gehen hier nur ganz kurz durch. Nur ganz kurz, wie gesagt. Der Komplettheit halber. Was war das gerade? Fußballroboter oder wie? ja. Verworfener Gegner. Der ist nicht unbedingt verworfen, den werden wir vielleicht irgendwann mal wiedersehen. Wood Level, ja. Was, verworfene Bossentwürfe? Coole Sache da. Elephant Borg. Der ist cool. Green Man, Hornet Man, Iron Man. Kong Man ist auch geil. Light Man, Metal Man, Plus Man, Power Man mit einer Kettensäge. Ja, nee, ist klar. Es sind ein paar coole Dinge dabei. Okay, es ist nicht alles so cool. Ein Wasserhahn-Man, was zur Hölle? Was zum? Cool. Und ein Sticker. Okay, dann wollen wir noch kurz in die Datenbank reinsehen. Sehen wir da vielleicht... hier, ja, Bubbles. Kannst nur mit einer Waffe besiegen, ja. Hier waren es... Sind das die Bomben? Greif mit Anti-Schwerkraft-Energieschüssen an. Weiche seinen Angriffen aus, indem du in die Nähe des Bildschirmrandes springst. Was? Was? Okay, was auch immer. Hier dieses Teil da.
Der Schlüssel liegt darin, sie in der richtigen Reihenfolge zu zerstören, ja. Hier war es tatsächlich der Boomerang. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das mit Mega Man 2. Und früher oder später wird es heißen, Mega Man 3. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!